Du hörst mich, das ist perfekt, bin ich live. Dann fange ich jetzt einfach mal an in der Hoffnung, dass ich schon live bin. Ansonsten fangen wir gleich mittendrin an. Und zwar fangen wir an bei der Begegnung der Damen zwischen WSF Liebler und CP Tack aus Großbritannien. Der Schiedsrichter wird hier gestellt von Michel de Reuter aus den Niederlanden. Und der erste Ball des Spiels geht hier an CP Tack aus England. Schöner Torversuch hier von Nummer 6, Ginny Coyles, endet aber in Händen der Wassersportfreunde aus Liebler. Das heißt, Liebler jetzt das erste Mal mit der Chance, ein Tor zu erzielen. So, zu Hause, ich habe es mir jetzt auch ein bisschen bequem gemacht. Das heißt, ich sitze hier auf der Rasenfläche neben dem Spielfeld Nummer 3, um für euch hier zu kommentieren. Ich hoffe, ihr habt es zu Hause auch bequem und genießt genau wie ich das schöne Kanupolo, was wir hier sehen. Was wir jetzt hier gerade gesehen haben, ist laut Schiedsrichter, dass hier der Ball zu lange in der Hand einer Spielerin verweilt ist. Dementsprechend geht der Ball zurück in die Hände von CP Tack aus Großbritannien. Der Ball verlässt hier nach Paddelkontakt mit Liebler das Feld. Dementsprechend heißt es Ecke für CP Tack. Liebler jetzt hier in Ballbesitz, weiter Pass ins Mittelfeld. CP Tack setzt hier erstmal noch auf Fraudeckung. Wir sehen hier Torversuch durch Jordan Percy, wenn ich das jetzt hier richtig vor meinem Set lese, von WSF Liebler. Bisher noch kein Tor auf beiden Seiten. Es bleibt spannend. Es geht häufig hin und her. Liebler aber jetzt erstmal in der Vorteilsposition. Sie sind im Ballbesitz und haben noch knapp 30 Sekunden auf der Shotclock. Großbritannien hier mit der Konterchance. Pass auf die linke Seite. Torversuch von Bethan Littlewood endet noch einmal mit einer Ecke für CP Tack. Da verspringt der Ball. Glücklicherweise ist die Teamkameradin hier schon direkt an der Stelle. Das heißt, trotz dieses kleinen Unglücks bleibt der Ball in Händen der Engländerin. Schönes Tor hier durch Amy Robson mit der Nummer 9. Neuer Spielstand 1:0 für CP Tack. Minuten bleiben noch hier in der ersten Halbzeit. WSF Liebler momentan mit der Ausgleichschance zum 1:1.
kann, trotzdem muss er eigentlich Wasser fahren. Timeout hier. Jetzt geht die Zeit weiter. Sipitak jetzt in Ballbesitz. Sie haben hier die Chance, die aktuelle Führung von 1:0 noch ein bisschen weiter auszubauen. 1:0 heißt nun wirklich noch nichts, wie wir heute schon immer wieder gesehen haben. Hier ein wirklich ärgerlicher Ballverlust auf Seiten der Engländerin Liebler jetzt in Ballbesitz. Seitenwechsel, es wird hier nochmal klar. Kurzer Zweikampf um den Ball, aber Liebler bleibt sicher im Ballbesitz. Auch der Pass hier etwas ungenau, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil Liebler kann weiterhin den Ballbesitz für sich entscheiden. Zipitak momentan mit der Fraudeckungstaktik wieder. Wir sehen hier eine aggressive Verteidigungstechnik. Doch Liebler spielt sich Stück für Stück weiter nach vorne, gibt hier den Ball von Hand zu Hand. Es war gar kein Pass, es war vielmehr wirklich das Überreichen eines Geschenkes an dieser Stelle, möchte ich fast sagen. Aber Sipitak macht es hier weiterhin schwierig. Durch ihre aggressive Deckungstaktik hier drängen sie WSF Liebler immer wieder zurück in die eigene Hälfte. Liebler kämpft hier wiederholt um jeden Zentimeter. Hier ein Ballverlust, da habe ich ein Paddel am Ball gesehen, das da nicht hingehörte. Aber Liebler bleibt im Ballbesitz. Jetzt hier 2:1 Situation vor dem Tor. Schöner Pass rüber zu Nummer 9 und sie müsste hier das Tor machen. Und da ist auch das Tor. Katharina Schröder erzielt hier nach einem wunderschön gespielten Angriff das 1:1. Die Chancen sind wieder ausgeglichen. Und hier die Antwort aus Großbritannien. Die Spielerin mit der Nummer 5, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das wäre nochmal Bethan Littlewood. Auf jeden Fall steht es jetzt 2:1 für Sipitak. Es sind noch 2,5 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Sekunden noch auf der Shotclock hier für Liebler. Da geht der Ball etwas daneben, bleibt aber in Hand der Lieblarer. Torversuch hier von Charlotte Dörfler. Es bleibt aber vorerst beim 2:1. Liebler jetzt also wieder in der Position der Verteidiger. Liebler konnte hier innerhalb der Verteidigung den Ball in Besitz bringen. Spielen jetzt nach vorne. Sie versuchen es, glaube ich, mit einem verhältnismäßig schnellen Konter. Aber wieder diese aggressive Verteidigung auf Seiten der Großbritannier führt hier zum Ballverlust. Sipitak jetzt wieder im Ballbesitz. Sie versuchen es ihrerseits wiederum mit einem schnellen Konter. Aber die Verteidigung aus Liebler ist hier schon aufgebaut. Das heißt, Sipitak muss aufs Aufbauspiel setzen. Die Shotclock ist momentan noch ihr Freund. Die Shotclock ist zwar nicht ganz synchron mit unserer Spieluhr, aber in den letzten paar Sekunden, die Spieluhr hier noch vor der Shotclock ist, wird auch nicht mehr viel passieren. Das heißt, ich nehme an, die Mannschaft aus Großbritannien wird es hier jetzt noch einen Moment runterspielen und dann die letzte Chance nutzen. Hier ein Torversuch von Ginny Coyles. Führt zur Ecke für Sipitak. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Nein, hier kurze Umentscheidung. Es ist doch keine Ecke. Es ist ein Abstoß vom Tor. Hier hat der Linienrichter noch einmal kurz korrigiert. Auch dafür sind sie ja wirklich da. Als Schiedsrichter kann man die Augen nicht überall haben.
Sipitak trotzdem jetzt wieder in Ballbesitz. Es sind nur noch wenige Sekunden zu spielen. Hier noch ein langer Torversuch und es klappt sogar auch noch. In der allerletzten Sekunde dieser ersten Halbzeit geht Sipitak mit 3:1 in Führung. Wir werden sehen, was die nächsten 10 Minuten bringen. Wir haben heute schon mehrfach gesehen, dass diese Führung von 2 Toren noch kein Grund ist, sich hier drauf auszuruhen. Aber es ist auf jeden Fall die bequemere Position jetzt zur Halbzeitpause. Da habe ich gerade das Signal von unseren Schiedsrichterinnen gehört, dass die zweite Halbzeit jetzt gleich losgeht. Wir warten jetzt noch auf das Signal bei der Linienrichter, bis es gut ist. Beide Mannschaften in Position. Und das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Der erste Ball geht wieder in die Hand aus Großbritannien. Schön gemacht von Brew Blyth. Das Torversuch auf Seiten der Großbritannien. Und noch ein Torversuch, nochmal aus Seiten der Engländer. Aber es heißt erstmal wieder Abstoß für Liebler. Liebler jetzt das erste Mal in dieser zweiten Halbzeit mit der Chance, die aktuelle Rücklage von 2 Punkten auszugleichen. Ich denke, sie werden hier nochmal in den nächsten knapp 9 Minuten Kampfgeist zeigen. Und hier ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Weiter Torversuch hier durch WSF Liebler, endet im Aus nach Ballkontakt mit dem Torwart aus Großbritannien. Das heißt Ecke hier für unsere pinken Wassersportsfreunde.
hier nach einem weiteren Torversuch durch Liebler Zipitak wieder in Ballbesitz. Schnelle Kontermöglichkeit, Nummer 9 hier alleine vor dem Tor. Ja, und das ist der vierte Treffer, erzielt durch Amy Robson. Neuer Spielstand 4:1. Torversuch hier durch Charlotte Dörfer auf Seiten des WSF Liebler endet im Aus nach Paddelkontakt mit den Großbritanniern. Das heißt, es ist schon wieder eine Ecke für den WSF Liebler. Sie haben noch etwas mehr als 6 Minuten, um den aktuellen Rücklage von 3 Toren aufzuholen. Weniger als 15 Sekunden noch auf der Shotclock hier für Großbritannien. Sie müssen jetzt einen Torversuch starten. Das war der Torversuch. Er endet im Aus. Abwurf für WSF Liebler. 5 Minuten noch auf der Uhr. Liebler muss jetzt dringend wieder zurück ins Spiel finden. So langsam wird es knapp. Dabei ist die Aufstellung vom WSF Liebler hier alles andere als schlecht. Wenn ich hier auf meinen Zettel gucke, sehe ich da Namen wie Elena Gillis oder Charlotte Dörfer. Beides Namen, die wir aus der deutschen Nationalmannschaft kennen. Also unsere amtierenden Europameister sind hier mit auf dem Feld. Aber auch ein solcher Titel verspricht natürlich noch lange nicht den Sieg. Es bleibt hier beim Zweikampf zwischen den beiden momentan immer noch die Vorteilsposition für Großbritannien. Jetzt heißt es erstmal wieder Ecke für den WSF Liebler. Weit ausgeführt zurück ins Mittelfeld. Sie sitzen hier also wieder eher auf ein langsames Aufbauspiel, wollen hier eher sicher als aggressiv spielen. So langsam möchte ich aber noch mal betonen, die Zeit drückt immer weiter. Und auch der Torversuch hier durch Katharina Schröder führt erstmal nur zur Ecke. Hoffentlich wird es diesmal mehr. Das war der dringend benötigte Anschlusstreffer hier durch den WSF Liebler. Neuer Spielstand, 3 Minuten vor Schluss, 2:4. Erzielt wurde das Tor durch die Spielerin mit der Nummer 7, Charlotte Dörfler. Wir haben gerade noch von ihr gesprochen. Ja, schön. Kommt mit, nur nicht da vorne. Ciao.
lecker. Auch keine Ingewürze, danke. Liebler jetzt hier wieder in Ballbesitz. Sie haben hier den Versuch, doch noch auszugleichen. Momentan hat erstmal CP Tuck hier die Führung wieder aufgebaut auf ein 5:2. Weniger als 2 Minuten sind es noch zu spielen. Liebler also definitiv hier mit nahezu vernichtender Niederlage. Wobei man sagen muss, beide Teams haben hier schöne Spielzüge gezeigt, aber unsere Teams aus Großbritannien haben sich hier erstmal als besser erwiesen. Das zeigt auch wieder dieser Spielzug. Sicheres Tor hier erzielt durch Jordan Percy. Neuer Spielstand jetzt 6:2. Ach, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Da war ich kurz auf der falschen Seite. Es war nicht Jordan Percy. Es war Prue Blyth from CP Tuck. Also hier definitiv der Spielstand 6:2. Ich habe lediglich die Namen hier vertauscht. CP Tuck hier also doch eher eine klare Dominanz in diesem Aufeinandertreffen der Damen. Aber auch in dieser Vorrunde, es ist natürlich nicht schön zu verlieren, aber davon geht die Welt noch nicht unter. Ich denke, an diesem ersten Spieltag wird hier noch kein Schicksal endgültig entschieden. Und wir müssen sehen, wie es weitergeht. Hier ein ungünstiger Treffer mit dem Paddel. Das war definitiv keine Absicht, das hat man gesehen. Aber es zeigt nochmal, wie wichtig so ein Helm ist. Jordan Percy hier von Liebler bekommt beim Zweikampf um den Ball ein Paddel direkt an den Kopf. Gut, dass der Helm dazwischen war. WSF Liebler bleibt im Ballbesitz. Hier eine Torchance. Und da ist das dritte Tor erzielt durch Nora Jensen. Neuer Spielstand jetzt 3:6. Also die anderen kommen daher. Das ist gleich vorbei. 17 Sekunden. Das sind die letzten 15 Sekunden. CP Tuck hier nicht nur mit der klaren Führung, sondern jetzt auch noch mal im Ballbesitz. Ich denke, die letzten Sekunden spielen hier gar keine Rolle mehr. Ein letzter Torversuch. Und damit endet die Partie in der Damenleistungsklasse 1 zwischen CP Tuck aus Großbritannien und WSF Liebler mit 6:3 für unsere Spielerinnen aus Großbritannien. Alter, ich hab, das ist meine Kindheit, ich habe seit irgendwie 15 Jahren.